so ab. Da knallen nicht nur die Korken. Verona Poth trifft sich mit Steffen Hensler auf der Rennstrecke in Mendig zum Talk. Der TV-Koch hat nicht nur eine C-Rennlizenz für seinen 534 PS starken Porsche 911 GT3. Er hat auch früher schon gerne Vollgas gegeben. Jetzt hast du das Auto ja noch relativ neu, aber vor einigen Jahren wurde dir nachgesagt, du hättest ein paar rote Ampeln übersehen. Es gab Handschellen und noch eine Waffe war im Spiel. Ja, aber das war zum Glück, bevor meine Fernsehkarriere... Nee, war tatsächlich, ich war damals mit meinem Bruder unterwegs, ganz entspannt, von der Arbeit nachts zurück. Wir haben ewig lange gearbeitet. Ich habe ihn nach Hause gefahren und auf dem Weg, es war halt, jetzt kann ich ja drüber reden, es war so, glaube ich, es war 2 Uhr. Und das war nichts los. Und dann denke ich so, Alter, ist das noch warten? Also eine rote Ampel, mal eine gelbe, weißt du so. Und wir sind auch ein bisschen schneller gefahren, muss man sagen. Ein bisschen. Ähnliches Auto wie das. Ein Poquito. Wie schnell bist du gefahren? Komm raus damit. Ich sag mal so, hoher dreistelliger Bereich. Oh. Auf einmal parkt vor mir ein Auto ein. Ich denke, was will der denn jetzt von mir? Will so rückwärts, wollte ich so wegfahren, auch ein Auto. Und im nächsten Moment, wir hatten die Fenster auch runter, es war Sommer. Zivilpolizei, ich eine Knarre am Kopf, mein Bruder eine Knarre am Kopf, ein riesiges Geschrei. Eine echte Knarre? Ja, wie klar. Fühlt man sich denn damit? Ja, der hat auch ziemlich gedrückt, muss ich sagen. Ich habe nicht gesagt, echt so eine Beule gehabt, weil die dachten, wir das Auto geklaut haben. Ach, man hat dich jetzt für einen reisenden Trickdieb gehalten. Ein Geschrei, Motor aus, Hände vom Lenkrad, die Tür ging auf, du wurdest auf den Boden gerissen. Also wie in so einem Film. Aber ich dachte so, was wollt ihr denn von mir? Das war eher so meine Haltung. Was ist denn los? Wir sitzen hier im Auto. Ich lasse meinen Bruder gerade raus. Hatte auch gar kein Unrechtsbewusstsein in dem Moment. Ich denke, was ist das für ein Aufriss? Und die haben wirklich uns aus dem Auto rausgerissen. Und dann gab es die Knarre wieder am Kopf. Wir lagen auf dem Boden, wirklich wie im schlechten Film. Handschellen auf dem Rücken und so. Nein. Und ja, weil sie wirklich dachten, wir hätten dieses Auto jetzt geklaut und wären durch die Stadt geballert oder hätten irgendwas geklaut. Und dann wurden wir auf die Wache gebracht. Und lustige Szene war auch noch mein Bruder. Ich rufe ihn dann noch so rüber. Keine Aussage machen, ne? So. Und in dem Moment nimmt der Polizist meinen Kopf, bong, einmal aufs Auto so kurz. Ach so, du hast noch Tipps verteilt. Nee, ich habe gesagt, soll einen Sammel halten, ne? Und wie es dann halt so ist in dem Moment. Aber ja, das ist zum Glück schon sehr lange her. Da gab es noch richtig Ärger. Aber jetzt sagen wir mal, diese roten Ampeln und diese dreistelligen kmh-Zahlen und so, die hast du inzwischen im Griff. Ja. Wo fährst du dich denn dafür jetzt aus? Dafür habe ich halt das, weißt du, dafür tobe ich mich da aus. Dann wirst du auf der Straße tatsächlich ruhiger.